Ich habe hier mal wieder meine gute alte Sverra. Ich hatte noch ein paar Aufnahmen, die wollte ich heute auch nochmal raushauen. Und zwar, als ich noch meine Sverra hatte, hat der Hinterreifen ja immer Luft verloren. Und das ist immer ein Anzeichen dafür, dass man den Reifen wechseln sollte. Selbstverständlicherweise. Weil entweder Risse im Reifen sind oder das Ventil defekt ist. Ja, und ich habe hier halt Aufnahmen. Und ja, die wollte ich euch nochmal natürlich zeigen, wie ich das gemacht habe. Ist zwar jetzt nicht großartig Aufwendiges, aber einfach nur aus Spaß. Ja, ich habe natürlich den Auspuff abgebaut. Die Sverra war so alt. Viele Schrauben waren schon so dermaßen verrostet. Bei so alten, verrosteten Schrauben muss man halt immer aufpassen, wenn die zu fest sitzen, dass, wenn die nicht direkt abgehen, dass man die dann irgendwie über Nacht mit Öl, mit Kriechöl oder sowas einsprüht, dass sie am nächsten Tag dann locker abgehen. Weil wenn da mal eine Schraube abbricht, dann ist das Geheule einfach zu groß. Der Auspuff sieht eigentlich noch ganz gut aus, macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, das ist kein originaler Auspuff, das ist der Sito Plus Auspuff, aber baugleich. Nachdem ich dann den Auspuff abgemacht habe, das waren einfach nur vier Schrauben, am Krümmer 2 und am Motorblock 2. Es gibt nichts, was leichter ist, als den Auspuff abzubauen. Dann hat man noch diesen Splint, den sollte man ab ziehen. Den sollte man sich aber auf jeden Fall auch wieder neu kaufen. Wenn man es wieder zusammenbaut, natürlich wieder dran montieren. Als nächstes macht man einfach die Mutter ab. Einfach ist einfach gesagt, aber manchmal gar nicht so einfach abzubekommen. Da nimmt man sich einfach erstmal die passende Mutter und versucht, die Mutter zu lösen. Am einfachsten geht das natürlich mit einem Schlagschrauber, aber wenn man jetzt keinen Schlagschrauber hat, dann muss man den Schlagschrauber imitieren, indem man einfach so auf die Knarre springt. Ich sag mal springen, ne, weil das sind auch so kleine Schläge. Das macht nämlich der Schlagschrauber nicht anders, der schlägt dagegen. Und das kann man auch einfach mit dem Fuß machen, sodass man so da drauf hüpft und dann löst sich die Schraube. Da kriegt man jede Schraube mit ab. Ist nur wichtig, dass die Nuss richtig auf der Mutter drauf sitzt, weil sonst kann man die Mutter ganz leicht abnutzen und dann kriegt man die Mutter gar nicht mehr ab und das wäre eine Katastrophe. Wenn die Mutter nämlich einmal abgenutzt ist, dann ehrlich gesagt wüsste ich nicht, was ich dann machen sollte. Und wenn man merkt, die Mutter ist abgenutzt und man hat sie trotzdem abbekommen, dann sollte man die natürlich auch austauschen und nicht die abgenutzte Mutter wieder dran schrauben. Ist klar. Wenn die Mutter ab ist, Reifen einfach abnehmen. Total easy und unkompliziert. Da kann man auch schon die Bremse sehen, die Trommelbremse. Die ist hier auch schon, glaube ich, noch nie ausgewechselt worden. Der Roller ist Baujahr 94 gewesen, glaube ich. Bei der Gelegenheit sollte man dann auf jeden Fall auch diese Bremse, diese Trommelbremse auf jeden Fall austauschen. Kostenpunkt 10 bis 15 Euro, also kostet nichts. Und man kann wieder vernünftig bremsen. Ich habe das jetzt hier leider nicht gemacht, weil A, ich schnell einen Roller brauchte zu dem Zeitpunkt und B, ich hatte keine Trommelbremse vorrätig. Aber das hätte man sich vorher denken können. Aber ich bin halt so der Typ, ich kaufe erst, wenn ich so wirklich sehe, das ist kaputt oder abgenutzt, dann baue ich das. Erst dann meistens kaufe ich. Das sind so die Teile. Den Reifen habe ich hier wieder mal nicht selbst gewechselt. Ich habe den nur abmontiert und zur Werkstatt gebracht. Die wechseln mir da den Reifen immer für einen Zehner, wenn ich den Reifen auch da kaufe. Ich habe da schon so viele Videos gemacht. Es ist einfacher, den Reifen wechseln zu lassen für 10 Euro. Ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte einfach nur so ein bisschen Bildmaterial von meiner alten coolen Sverra zeigen. Hier kann man auch gut sehen, dass mein Ventil, dass da ein Riss drin ist. Und vermutlich hat er auch dort Luft verloren. Und der Reifen ist auch schon Asbach uralt. Also es hat einfach keinen Sinn mehr, das irgendwie zu flicken. Man kann sehen, von 2011 war der Reifen. Obwohl ich jetzt keine neue Bremse gekauft habe, schleife ich die Bremse, die alte Bremse, trotzdem nochmal ein bisschen ab, damit die wenigstens ein bisschen Grip hat und der ganze Dreck da rauskommt. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Und genau dasselbe mache ich natürlich auch am Reifen, dass ich dann da auch die Trommel ein bisschen mit grobem Schleifpapier ein bisschen abschleife. Wie gesagt, dort sind so viele Schmutzpartikel und wenn es ein bisschen rauer ist, dann ist die Reibung auch größer und somit die Bremskraft auch größer. Das kann man auch machen, wenn man neue Bremsen hat. Und es wäre auch nicht verkehrt, vielleicht nochmal kurz mit Bremsenreiniger drüber zu gehen, damit alles schön sauber wird. Also die Trommel. So, ich bin wieder da. Das ist mein niegelnagelneuer Reifen. Oh, das ist immer so ein toller Moment, wenn der neue Reifen drauf ist.
Da sieht der Roller gleich wieder fast wie neu aus. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, die Felge sauber zu machen, weil die ist eh schon so abgeranzt. Und da sind so viele Macken und Kratzer dran, dass die Felge eh nie wieder wie neu aussieht. Ich habe die halt nur so grob abgeputzt, aber das war's auch. Ich habe hier die richtig guten Heidenau K58 drauf. Ich finde die Reifen echt cool. Die haben viel Profil und sind natürlich auch als Winterreifen geeignet. Wobei ich sagen muss, es gibt wesentlich schönere Reifen, aber die K58 waren jetzt gerade im Angebot und der Winter kommt eh. Von daher passt das. Die Reifen sind einfach gut. Ja, dann habe ich den Reifen natürlich wieder angebaut. Ja, total easy. Habe ich auch schon ganz oft gezeigt. Aber wie gesagt, ich zeige dieses Video nicht, um zu zeigen, wie man den Reifen wechselt oder die Felge abbaut. Ich zeige dieses Video einfach nur, um ein paar Bilder von meiner schönen Zwera nochmal zu zeigen, um die positiven Erinnerungen wieder zu erwecken. Ja, ich habe mir natürlich auch einen Splint gekauft. Einen neuen. Sollte Pflicht sein. Manche fahren auch komplett ohne diese Absicherung. Das würde ich jedem abraten, weil es kann immer mal passieren, dass sich die Mutter löst. Und wenn man keinen Splint hat, dann kann es sein, dass der Reifen komplett abgeht. Dann kann man sich richtig schlimm verletzen. Und wenn man also einen Splinter drin hat, dann kann der Reifen nicht abfliegen. Ja, dann merkt man zwar vielleicht, okay, da wackelt ein bisschen was, aber der Reifen kann nicht abfliegen. Und ohne Splinter kann er abfliegen. Also, Leute, guckt, dass ihr immer so eine Sicherung da drin habt. Ja, dann natürlich erstmal die Mutter wieder festziehen. Ich habe mal gehört, so eine Hinterradmutter sollte man so mit circa 100 Newtonmeter festziehen. Ich habe aber jetzt keinen Drehmomentschlüssel, der bis 100 Newtonmeter geht. Aber gerade da ist es so wichtig, dass man diese Werte einhält. Ich weiß jetzt nicht genau, ob 100 Newtonmeter stimmen. Habe ich mal, glaube ich, irgendwo gelesen. Man sollte schon darauf achten, dass das dann vernünftig festgezogen ist. Ich habe das jetzt nur so nicht handfest, also so schon so doll ich konnte. Aber besser wäre es natürlich mit dem Drehmomentschlüssel. Ja, dann diese Kappe drauf und dann Splinter. Und dann noch zumachen, also verbiegen, damit man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Und wenn man sowas drin hat, ehrlich, dann hat man auch ein viel, viel sichereres Gefühl und man muss sich keine Gedanken machen, dass da irgendwas passieren kann. Besser einmal wirklich die Mühe machen, obwohl es keine richtige Mühe ist, es einfach nur reinschieben und verbiegen. Man fährt einfach sicherer, ja. Und so einen Reifen wechseln tut man vielleicht alle paar Jahre und dann sollte man auch das einfach machen. Ja, wenn das dann alles dran ist, dann muss man nur noch wieder den Auspuff dran machen. Den Krümmer hatte ich ja dran gelassen einfach. Der hat ja nicht gestört. Bei so alten Pötten sammelt sich viel Dreck und Ruß und was weiß ich noch, was dazwischen ist. Und Dichtungsreste. Wenn man das dann einmal abbaut und dann wieder zusammenbaut, dann dichtet der niemals mehr richtig ab, weil die Fläche so uneben ist. Diese Dichtfläche vom Auspuff, also am Auspuff und am Krümmer, sollte man auf jeden Fall planschleifen, dass das wieder eine ebene, glatte Fläche ist. Weil wenn man dann eine neue Auspuffdichtung drauf tut, dann dichtet die auch komplett ab. Wenn man das nicht abschleift, dann dichtet die nicht ab. Das hatte ich schon so oft. Nehmt euch da ein paar Minuten Zeit, schleift das richtig schön blank, dass es wieder richtig schön glatt ist am Krümmer und natürlich auch am Auspuff. Ja, dann habe ich den Auspuff dann dran gemacht. Ich habe mir auch neue Schrauben gekauft. Sobald etwas Rost an Schrauben festzustellen ist, dann, Leute, dann holt euch neue Schrauben, weil der Auspuff wird dann wieder jahrelang da dranbleiben und dann habt ihr neue Schrauben, dann müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen, wisst ihr? Das ist einfach besser und das kostet nicht. Ich mache das immer so, dass ich erstmal alles so dran mache, Auspuff dran mache, Krümmer dran mache. Dann schiebe ich so die Dichtung einfach dazwischen, dass die sich so von alleine hält, einigermaßen, und dann schraube ich die Schrauben rein. Ja, und die Schrauben, die mache ich dann so fest, dass ich so ein bisschen mehr als handfest, so dass ich ein sicheres Gefühl habe, okay, die sind jetzt fest genug, dass er dicht hält. Oh, ich habe dann auch nochmal alle Schrauben schön nachgezogen. Und ja, damit ist die Arbeit abgeschlossen. Wie lange habe ich ungefähr dafür gebraucht? Ja, der Abbau, das Ausbauen, das hat vielleicht 20 Minuten gedauert. Das Einbauen vielleicht ein bisschen länger. Ich sag mal, eine Stunde braucht man für die Arbeit. Den Weg zur Werkstatt wegen dem Reifenwechsel habe ich jetzt nicht mitgezählt.
aber so eine Stunde hat das ungefähr gedauert. Und so kleine Arbeiten, die machen ja auch Spaß, finde ich. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, die alte Sphäre zu sehen. Auch wenn es nur der Hinterreifen war. Das soll's gewesen sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.